Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein Gartenrundgang im August und der Permakulturgarten macht sich prächtig. Ihr könnt gespannt sein. Und legen wir mal direkt los, gehen wir mal rein. Gleich zu meiner Rechten wachsen ganz prächtig die Sonnenblumen. Das sieht mittlerweile sehr, sehr schön aus. Wird von den Bienchen auch fleißig genutzt. Auch hier eine richtig schöne Sonnenblume. Erfreue mich da sehr dran. Ja, jetzt gucke ich ein bisschen bedröppelt rein. Mich hat gerade ein Vogel angeschissen und voll erwischt auf der rechten Seite. Also von euch aus gesehen jetzt links. Ich habe mich da schon sauber gewaschen. Ich werde euch jetzt im Garten ein bisschen rumführen. Einmal die Tortenbeete. Ja, hier fangen wir mal an. Da haben wir nochmal Kartoffeln reingemacht. Da hatte ich den Philipp als Hilfe, das ist der Pächter des Nachbargrundstücks. Außerdem wächst hier noch Flachs. Dann habe ich hier zwischen noch die Bohnen, die Buschbohnen. Das müsste die Purple Queen sein, die ich bei Permaglück gewonnen habe. Rote Rübe drin, das war's. Hier vorne an der Ecke seht ihr den Pflaumenbaum von Klaus. Das war ein Geschenk von ihm. Zwei Pflaumen sind dran. Guck mal, Klaus. Die werden langsam reif. Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Dann hat sich beim Nachbarbeet ganz viel getan. Das mittlere, da kommt halt Rasenschnitt alles hin. Das ist schon Vorbereitung fürs nächste Jahr. Dahinter seht ihr ein neues Gerüst, dieses Tomatensystem, was ich da habe, abgecycelt aus alten Ziegelsteinen, diese kaputten. Ihr könnt das ja erkennen, was ich meine. Dann haben wir hier noch Lavendel, dann haben wir Herzblattlilie. Bei den Wildbienen sieht es nach wie vor auch gut aus. Einige Löcher dicht. Mädchenauge hat bei mir auch noch einen Garten gefunden. An der Ecke zum Foodsharing-Stand, also die Foodsharing-Auslage, habe ich auch noch eine Tomate hingesetzt. Im Topf soll hochwachsen, Früchte tragen. Da dürfen sich die Zaungäste dann bedienen. Da wächst richtig gut der Mais. Ich habe hier noch Kartoffeln, Rosenkohl und einen Kürbis da drin. Das zeige ich euch mal jetzt. Da, das sieht doch schon ganz toll aus. So langsam nimmt das Ganze Form an. Nochmal von dieser Seite bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit. Dann beim Kiholbeet die Tomaten, da sieht es auch super aus. Ihr könnt das erkennen, trägt ordentlich Früchte. Wow, die Tomaten sehen super aus. Auch hier die Wildtomate. Ja, da ist eine Rispe abgebrochen oder zwei. Damit lebe ich aber, weil hier nach oben sieht das ganz gut aus und da kommen schon neue. Einfach mal probieren. Daneben eine Kohlrabi und dann die Zucchinis, die sehen auch echt super aus. Mit Zucchinis bin ich richtig zufrieden. Ihr könnt das auch erkennen, die Sorten sind unterschiedlich. Da ist die Giftbeere, so habe ich herausgefunden. Ich wollte ja mal gucken, was das ist. Ich lasse sie trotzdem erstmal stehen. Die Physalis vom Zuschauerbeet, die sieht auch schön aus, wie ihr sehen könnt. Und die sind richtig groß, die Dinger. Die Beeren da drin, die sind auch am Wachsen. Ich finde irgendwie die Blüten auch echt schön so. Guckt euch das an. Ihr könnt ja erkennen, Borretsch habe ich überall noch im Garten. Bin ich ständig am Ernten, die Zucchinis. Hier seht ihr den Kohlrabi-Superschmelz. Der kriegt langsam Größe. Der hat noch Zeit, da kommt noch was. Wird von mir auch zeitnah nochmal wieder Dünger kriegen. Der Mangold ist echt wunderschön. Ich mag diese Farben, gelb, rot. Ja, das seht selbst. Muss gestehen, ich kriege den gar nicht so verarbeitet, also in meine Gewohnheiten, meinen Lebenskreislauf eingebunden. Deswegen seht ihr hier noch ganz viele schöne große Blätter. Beim Zuschauerbeet, die Kräuter, guckt selber, das kommt gut. Die Etagenzwiebel, vorne noch der Mais wächst. Und die Artischocke, die erste, lässt sich blicken. Guckt mal. Bis vor ein paar Tagen wusste ich gar nicht, dass die wirklich so rauswachsen. Ich dachte, die wachsen wie Kohlrabi am Boden. Aber jetzt könnt ihr sehen, so entwickelt sich das bei einer Artischocke. Zucchinis werden auch immer geerntet. Ich gebe die immer an Zuschauer weiter. Oder es landet vorne in der Foodsharing-Auslage. Da die Tomate Indigo Rose, die ist richtig schwarz. Ja, entwickelt sich ansonsten alles sehr prächtig. Die Erdbeerenorte, die sehen richtig gut aus. Also habe ich gar nicht mehr mit gerechnet und jetzt überraschen mich die Erdbeeren noch. Da hängen schon ein paar schöne Erdbeeren noch drin. Ich habe die ganz vergessen zu ernten, aber dann darf ich mich nächstes Mal freuen. Der Salat schießt in die Blüte. Da lässt sich dann bald Saatgut ernten. Hier Rucola auch alles voll. Überall Kamille zwischen und ja, auch andere Kräuter. Hier ist nochmal ein Mädchenauge. Ja, und hier weitere Tomaten. Hängen überall schon Tomaten dran. Also jetzt nicht an jeder Pflanze, aber an schon echt wirklich vielen. Und ich warte darauf, dass die Tomaten Farbe bekommen. Ja, ich die ersten essen darf. Guckt euch das an. Das ist richtig toll. Also macht richtig Spaß, diese riesen Tomaten zu beobachten, wie sie am Wachsen sind. Hier
Hier vorne auch die kleinen, ja, überall Tomaten. Das mit den Steinen und den Seilen, das funktioniert sehr gut. Nach wie vor. Ich bin sehr zufrieden. Kann ich euch nur empfehlen. Borretsch habe ich nach wie vor auch überall im Garten. Die Bienenfreuds. Der Fenchel auch wunderbar. Direkt daneben. Ich habe überall Zwiebeln gesteckt. Könnt ihr erkennen. Ich habe ein bisschen auf engem Platz mal versucht, was unterzubringen. Mal gucken, was bei rumkommt. Dann den Fenchel, den lasse ich gerade auch blühen zur Saatgutgewinnung. Da haben wir die Tomate, Sanviva, der Inkarnatklee überall an den Rändern richtig doll am Blühen. Immer gut Besuch gewesen von den Insekten, bevorzugt Bienen natürlich. Hummeln habe ich aber auch sehr viele gesehen. Hier geht's weiter, weiter Tomaten. Ihr könnt das sehen. Ich bin gespannt, welche Farben die alle kriegen. Ich habe ja keine Namen mehr dazu, aber ich werde das nach und nach zuordnen können. Ich habe mir zum Glück vorher die Arbeit gemacht und alle Tomaten rausgesucht. Hab da Bilder zu, Namen und deswegen das Zuordnen sollte nachher größtenteils kein Problem sein. Da auch richtig schöne Tomaten. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Basilikum wächst und schießt jetzt auch in die Blüte. Dann haben wir hier zwischen der Zimbalo die Sanviva noch einmal. Zimbalo wuchert hier überall zwischen, da hat sich richtig breit gemacht. Die Kapuzinerkresse, die finde ich auch ganz stark. Hab heute auch mitgekriegt, da kann man Kräuterbutter draus machen. Also darf ich auch mal durchstarten, das mal ausprobieren. Überall versteckt, aber ihr kennt das auch an den Blättern, diesen großen Teller. Dann nochmal ein Überblick, alles voll. Hab überall die Wege frei gemacht, an den Rändern den Inkarnatklee gelassen, wo ich sagte, okay, da stört mich das jetzt nicht. Da wächst weiterhin die Sanviva ganz wild einfach quer. Dann nochmal von der anderen Seite die Zimbalo. Könnt ihr das sehen? Richtig schön. Da hängen auch schon erste Früchte dran. Gerade bin ich am Zoomen. Vielleicht kann ich euch gleich was zeigen. Da sind sie. Ja, so ein bisschen wie Stachelbeeren, so von der Muster, von dem Muster auf den Beeren selber, auf den Früchten. Ich weiß nicht, ob das Beeren sind. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Da die fleißigen Bienchen. Also Borretsch wird geliebt, kann ich euch nur empfehlen. Und irgendwie sieht das auch cool aus im Garten. Dann hier Minze ist auch schon geschossen in die Blüte. Nehmen die Bienchen auch sehr gerne an. Habe ich gerade zufällig entdeckt. Meine Bananenpflanze habe ich ehrlich gesagt nicht genug gepflegt. Da, ihr seht das selber, Unkraut könnte ich jäten. Aber das habe ich mir nochmal vorgenommen. Dann direkt am Podest dran habe ich einmal rund um Mais und Sonnenblumen. Da bin ich gespannt, wie das nachher aussieht. Das macht bestimmt was her. Jetzt will ich aber demnächst mal anfangen zu mulchen. Das habe ich ja überall im Garten schon begonnen. Und nach werde ich das auch weiter umsetzen. Da gibt es genug Stellen, wo Mulch hin kann. Dann gibt es hier immer noch mal ein paar Pflänzchen zu entdecken. Das ist jetzt hier wahrscheinlich eine Wicke. Auch beim Grassodenhochbeet paar richtig hübsche Blümchen. Ich habe da ja mal Saatgut reingeworfen. Da kann ich auch schon Jungfer im Grün erkennen. Ja, ein bisschen was dazwischen. Auch hier was Helles, Gelbes. Ja, die Erdbeeren machen sich breit. Da hatte ich ja noch gar keine Erfahrung. Aber jetzt mache ich sie gerade. Da könnt ihr noch weiterhin Zwiebeln sehen. Und ja, hier die kleinen Snackgurken. Finde ich klasse. Habe ich von Klaus gekriegt. Ja, die Blätter sehen ein bisschen blass aus. Die brauchen wohl mal Nährstoffe. Es geht bald los. Ansonsten kann ich immer mal was naschen. Hier auch Kapuzinerkresse unterm Apfelbaum. Ich bin richtig glücklich mit. Ich mag das irgendwie von der Optik richtig gern. Das darf sich überall breit machen. Und wenn man das noch essen kann, ist das doch großartig. Das werde ich alles mal antesten, verwerten. Mit der Zucchini bin ich hier auch zufrieden. Habe ich auch schon einiges abgeerntet. Dann die vier Fleischtomaten machen sich auch gut. Überall hängen Früchte dran. Auch das Seilsystem, das funktioniert ja auch gut. Teilweise habe ich es direkt festgemacht, aber das macht ja nichts. Hauptsache es funktioniert. Das müsste die Green Sevra sein. Das müsste die turkmenische sein. Dann die Czerny Prinz. So, und das hier wird noch eine Ochsenherztomate. Ich habe den Namen vergessen. Ne, Berner Rose, genau. Die ist am weitesten. Dann gehen wir mal rüber zu den Hochbeeten. In den Hochbeeten habe ich ja, wie schon mal gezeigt, Kohlrabi drin. Einen lasse ich in die Blüte schießen, den Rest. Da werde ich nochmal bald etwas umpflanzen, dass sie genug Platz haben. Daneben Stangensellerie, chinesischen Sellerie und den Porree. Und an der Ecke haben wir ja noch die, ja, irgendeine Tomate. Neben dem Bunkereingang habe ich auch noch ein paar Tomatenpatienten. Das muss ich erst noch alles auf die Reihe kriegen. Da auch, das seht ihr, das ruft nach Arbeit. Ob da noch was kommt, keine Ahnung. Da haben wir die Buschtomaten. Das war die Zuckerbusch, braucht Nährstoffe. Daneben auch, da färbt sich eine, obwohl das, nee, das ist die Ida Gold. Noch mehr Zuckerbusch. Eine wollte ich noch verschenken. Und das müsste noch eine Ida Gold sein. Da ist nochmal die Jungfern in Grün. So sieht das nachher aus. Neben den Sonnenblumen ist natürlich auch noch der Mais. Da ist roter Mais drin.
dieser Bantam oder wie auch immer der noch hieß, der gelbe Zuckermais. Alle so ein bisschen unterschiedlich weit, aber macht nichts. Also ich erfreue mich dran, egal wie viel Ernte dabei rumkommt oder ob überhaupt oder nicht. Dann gibt es noch ein paar Sonnenblumen, unterschiedliche, auch wild ausgesät. Ihr seht das immer so mal zwischendrin. Die habe ich halt so gelassen. Die Erbsen am Zuschauerbeet haben ihre Zeit gehabt. Muss ich gucken, wie ich das mit dem Verlosen mache, ob die da mit reinfinden als Saatgut oder so, wie sie sind. Kohlrabi, einen musste ich schon ernten, hat einen Zuschauer gekriegt. Hier nochmal Thymian, hat sich richtig breit gemacht. Die Artischocke sieht echt toll aus. Spannend. Beim Podest habe ich ja noch eine Stangenbohne reingesetzt. Die kommt auch. Irgendwie werde ich das wohl nächstes Jahr besser nutzen. Das ist eine gute Idee. Topinambur. Und hier könnt ihr auch nochmal erkennen, wie groß diese Weide hier an der Ecke schon geworden ist. Guckt euch das an. Die geht richtig in die Höhe. Dürften schon 5 Meter sein etwa. Hinterm Pavillon habe ich den Tomaten jetzt ein Gerüst gebaut. Da werde ich gleich auch noch weiter beigehen, dass die alle Halt bekommen und ausgegeizt werden und dann alle noch mal ein bisschen schießen können. Noch sieht's wild aus. Unkraut jäten ist auch dran. Auch neben Bunker habe ich den Inkarnatklee drin, da bin ich echt glücklich mit. Das ist so eine Stelle, da kann ich den komplett stehen lassen. Jetzt bin ich im Gewächshaus nebenan. Da hängen schon Paprika. Da hängt auch noch eine Paprika, eine schöne grüne. Die Tomaten sehen nach wie vor lang und dünn aus, wenig Früchte, wachsen nach wie vor, aber zufrieden, glaube ich, kann man damit nicht sein. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen Saatgut gewinnen und das im nächsten Jahr besser machen. Ja, bis zur Decke sind sie schon gekommen. Dann draußen im Garten bei den Kartoffeln sieht das super aus. Nebenan die Zucchini. Da wurde auch schon fleißig gerne. Mann, oh, da sind riesige Oschis. Also definitiv eine gute Anfängerpflanze. Da könnt ihr ohne Ende ernten. Ich sage euch, eine Pflanze reicht. Da könnt ihr so viel ernten und mit mehreren Pflanzen kommt echt so viel bei rum, dass man da echt nachher gesättigt ist von. Dann haben wir hier so einen kleinen Versuch. Beim Sturm eine Zucchini oben abgebrochen. Da könnt ihr das sehen. Die haben wir einfach drüben in den Boden gesteckt und seitdem immer mal mitgegossen. Bisher ist sie noch nicht komplett gestorben und ist schon ein paar Tage her. Also wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Da haben wir das Mädchenauge, links das kleine Beet. Da sind übrigens Zwiebeln, Radieschen und solche Sachen drin. Hier auch Lavendel drin. Hier hat er irgendwie ganz wild ausgehoben ein Loch. Die anderen Pflanzen kenne ich nicht. Wenn das einer weiß, ihr dürft das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Das hilft uns immer sehr weiter. Bisschen Kunst, bisschen Wild, bisschen ausgesät, bisschen Pflänzchen rein. Damit nochmal Minze. Und für die Wildbienen haben wir hier was gemacht. Das hat uns mega Spaß gemacht. Wir haben mal wieder geupcycelt. Jede Menge Löcher drin zwischen 3 und 9 Millimeter. Da können sich die Tiere drin breit machen. Wir haben so gut das geht die Löcher sauber gemacht. Ja, bisschen Kunst im Garten muss auch, oder? Einfach mal Kreativität ausleben. Der Dixon hat hier die ersten Steine aus dem Boden geholt. Königskerze haben sie auch im Garten. Eine Nachtkerze. Dann versteckt im Gras tatsächlich nochmal Lavendel gefunden. Hier habe ich dann nochmal eine Bienenweide angelegt. Bisschen zu viel Saatgut reingeworfen, aber wie ihr sehen könnt, ein paar Pflänzchen setzen sich durch. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gefällt mir ganz gut. Die Pflanzen sehen mal anders aus als die, die ich sonst so im Garten habe. Also ich habe ja auch die ganzen kleinen Pflänzchen begleitet und konnte immer so ein bisschen sehen. Aber so sah es noch nicht aus. Bin gespannt, was dabei rumkommt. So, ihr Lieben, das soll es auch schon gewesen sein. Wir sind am Ende angekommen. Noch ein, zwei Worte. Bitte noch nicht abschalten. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eine Verlosung. Das Zuschauerbeet, da kann Gemüse zu euch nach Hause kommen. Ihr könnt unter dem Hashtag FragLars an der Verlosung teilnehmen. Allerdings nicht unter dem Video, sondern unter dem Verlosungsvideo. Ich werde euch das verlinkt haben. Das findet ihr oben rechts beim i. Und dem könnt ihr folgen. Dann Hashtag FragLars. Ihr könnt mir eine Frage stellen, was auch immer zum Garten oder irgendwelche Themen, die euch interessieren. Schreibt das da rein. Da gab es schon ganz tolle Kommentare. Und ja, einfach mitmachen, das reinschreiben. Ihr seid dabei. Und dann werde ich auch zeitnah, denke ich, auch schon das erste Paket losschicken. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.